Im Jahr 2024 haben wir uns von vielen bekannten Persönlichkeiten verabschieden müssen. Schauspieler, Musiker, Politiker, Moderatoren und beliebte Künstler sind verstorben. Wir erinnern an die prominenten Verstorbenen. Wenn Sie unseren Kanal bisher noch nicht abonniert haben, dann bitte abonnieren Sie den Kanal jetzt. Und drücken Sie die Glocke, damit Sie weiterhin Updates zu kommenden Videos erhalten. Ich wiederhole noch einmal, bitte abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungen. Bitte abonnieren Sie. Alexei Zatevich. Alexei Wladimirovich Zatevich war ein russischer Profi-Straßenradrennfahrer, der zuletzt für das UCI Professional Continental Team Gazprom Rusvelo fuhr. Geboren wurde er am 5. Juli 1989 in Verkhnyaya Pyshma in der damaligen Sowjetunion. Zatevich begann seine professionelle Karriere zu Beginn der Saison 2012, als er dem Team Katusha beitrat, nachdem er zuvor für das Nachwuchsteam des Teams Itera Katusha im Jahr 2011 gefahren war. Nach mehreren Platzierungen unter den ersten 10 während der Saison 2012 erzielte Zatevich im Februar 2013 seinen ersten Sieg in seiner Profikarriere, als er das Rennen Les Amunes in Belgien gewann. Zatevich griff mit etwa 500 Meter verbleibender Strecke an und konnte das Peloton in Dur überholen. Zatevich wurde für die Startliste des Giro d'Italia 2016 nominiert. Auf der 9. Etappe, dem Einzelzeitfahren, wurde Zatevich wegen Windschattenfahrens hinter Tobias Ludvigsson bestraft. Als Konsequenz daraus entschied sich Team Katusha, ihn vom Rennen zurückzuziehen. Zatevich verstarb am 8. April 2024 im Alter von 34 Jahren. Aderounmu Adeyumoke. Adeyumoke Aderounmu war eine nigerianische Schauspielerin. Sie ist am besten bekannt für ihre Rollen als Esther und Kelechi in der beliebten Nollywood-TV-Serie Jennifer's Diary und In the Street. In Nollywood-Filmen wie Alakada 2 spielte sie die Rolle der Jamie Adams neben Funke Akindele, Toyin Abraham, Odunlade Adekola, Linda Ejiofor, Falz Juliana Olayode und Omotunde Adebowale David Lolo. Aderounmu wurde erstmals als Yejide in Tunde Kelanis Film Dazzling Mirage von 2014 bemerkt, in dem sie neben Kunle Afolayan, Kemi Lala Akindoju, Taiwo Ayai Lützet und Seun Akindele spielte. Sie spielte auch die Hauptrolle als Jamie Adams in dem Film von Toyin Abraham aus dem Jahr 2013, Alakada 2, neben der Komikerin Helen Paul, Odunlade Adekola und Buki Wright. Aderounmus Geburt war am 26. März 1984 und sie verstarb am 6. oder 7. April 2024. José Antonio Ardanza. José Antonio Ardanza Garro war ein spanischer Politiker, der nach der Genehmigung des Autonomiestatuts zum zweiten gewählten Lehendakari Präsident der Autonomen Gemeinschaft des Baskenlandes Spanien wurde. Er bekleidete dieses Amt zwischen 1985 und 1999. Er war Mitglied der baskischen nationalistischen Partei. Während seiner Amtszeit, die längste für einen Lehendakari in der Demokratie war, erreichte er die Entwicklung des Autonomiestatuts, die Wiederindustrialisierung des Gebiets, die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu Navarra, das territoriale Einsatz der Ertzaintza und förderte das Ayuria-NR-Abkommen im Jahr 1918, das zu dieser Zeit das breiteste politische Abkommen wurde, um die terroristische Gruppe ETA zu bekämpfen und das Baskenland zu befrieden. Während Ardanzas Amtszeit tötete die Gruppe ETA mehr als 300 Menschen. Und im Jahr 1999 kündigte sie nach dem Estella-Abkommen eine erfolglose, unbestimmte Waffenruhe an. José Antonio Ardanza wurde am 10. Juni 1941 geboren und verstarb am 8. April 2024. André Boniface. André Boniface war ein internationaler Rugby-Union-Spieler für Frankreich. Seine übliche Position war entweder auf dem Flügel oder in den Centern. Seine Testkarriere für Frankreich von 1954 bis 1966 umfasste 48 Länderspiele und 44 Punkte. Boniface wurde 2005 in die International Rugby Hall of Fame aufgenommen. Sowohl er als auch sein jüngerer Bruder Guy Boniface wurden im März 2011 in die IRB Hall of Fame aufgenommen. Boniface verstarb am 8. April 2024 im Alter von 89 Jahren. André Boniface wurde am 14. August 1934 geboren. John Card. John Card war ein in Deutschland geborener kanadischer Schlagzeuger.
Er spielte in den Punkrock-Bands Personality Crisis, SNFU, DOA und The Subhumans. Card wurde am 11. Dezember 1960 als Sohn eines Piloten der Royal Canadian Air Force in Zweibrücken, Deutschland, geboren. Im Alter von 4 Jahren zog er nach Kanada und wuchs in Calgary, Alberta, auf. Nachdem er in der Heavy-Metal-Band Stonehenge gespielt hatte, gründete er in seinen späten Teenager-Jahren seine erste Punk-Band, Plasticide, später umbenannt in Suburban Slack. 1981 schloss er sich der Band Personality Crisis aus Winnipeg an, mit der er 3 Jahre lang spielte, bevor sie sich auflöste. John Card verstarb am 8. April 2024. Jaak Gabriels. Petrus Josephus. Jakobus Gabriels war ein belgischer Politiker und Mitglied der flämischen Liberalen und Demokraten. Er schloss sein Studium 1965 an der Katholischen Universität Leuven als Magister der Philosophie und der Künste ab. Seine politische Karriere begann er als Provinzrat für Limburg von 1974 bis 1977. Von 1977 bis zum letzten Tag des Jahres 2012 war er Bürgermeister von Bray und seit 1977 Mitglied der Abgeordnetenkammer. Von 1995 bis 1999 war er Mitglied des flämischen Parlaments. Gabriels war von 1986 bis 1992 Vorsitzender der Volkspartei, niederländisch Volksunie oder VU, und Gründungsmitglied der VLD. Er war auch Bundesminister für Landwirtschaft und Mittelstand sowie flämischer Minister für Wirtschaft, Außenhandel und Wohnungswesen. Im Jahr 2003 wurde er erneut Mitglied des flämischen Parlaments und im Jahr 2004 wurde er zum Staatsminister ernannt. Gabriels verstarb am 8. April 2024 in Bree, im Alter von 80 Jahren. Jaak Gabriels wurde am 22. September 1943 geboren und verstarb am 8. April 2024. Peter Hicks. Peter Ware Hicks, CHFRS, FRSE, Honfinst P., war ein britischer theoretischer Physiker, Professor an der University of Edinburgh und Nobelpreisträger für Physik für seine Arbeit über die Masse subatomarer Teilchen. Im Jahr 1964 war Hicks der alleinige Autor eines der 3 wegweisenden Artikel, die in Physical Review Letters, PRL, veröffentlicht wurden und vorschlugen, dass spontane Symmetriebrechung in der elektroschwachen Theorie die Ursache für die Masse von Elementarteilchen im Allgemeinen und der W- und Z-Bosonen im Besonderen sein könnte. Dieser Higgs-Mechanismus sagte die Existenz eines neuen Teilchens voraus, des Higgs-Bosons, dessen Entdeckung eines der großen Ziele der Physik wurde. 2012 verkündete das CERN die Entdeckung des Higgs-Bosons am Large Hadron Collider. Der Higgs-Mechanismus wird allgemein als wichtige Komponente des Standardmodells der Teilchenphysik akzeptiert, ohne den bestimmte Teilchen keine Masse hätten. Für diese Arbeit erhielt Higgs 2013 den Nobelpreis für Physik, den er sich mit François Englert teilte. Peter Higgs wurde am 29. Mai 1929 geboren und verstarb am 8. April 2024. Ralph Puckett. Ralph Puckett Jr. war ein Offizier der United States Army. Er führte die 8th Army Ranger Company während des Koreakriegs und wurde für sein Handeln am 25. November 1950 mit dem Distinguished Service Cross ausgezeichnet, als seine Kompanie von mehreren hundert chinesischen Soldaten im Kampf um den Hill 205 angegriffen wurde. Später diente er im Vietnamkrieg und trat 1971 als Oberst aus der Armee aus. Nach seiner Ernennung am 19. Juli 1996 diente er als Ehrenoberst des 75. Ranger Regiments. Im April 2021 wurde Puckett's Distinguished Service Cross für sein Handeln am 25. November 1950 auf die Medal of Honor aufgewertet. Er erhielt die Auszeichnung am 21. Mai 2021 von Präsident Joe Biden während einer Zeremonie im Weißen Haus. Bis zu seinem Tod im Jahr 2024 war er der letzte lebende Empfänger der Medal of Honor aus dem Koreakrieg, nach dem Tod von Hiroshi Miyamura am 29. November 2022. Ralph Puckett wurde am 8. Dezember 1926 geboren und verstarb am 8. April 2024. Wladimir Aksionow. Wladimir Viktorowitsch Aksionow war ein russisch-sowjetischer Kosmonaut, der als Flugingenieur auf Soyuz 22 und Soyuz T2 diente. Wladimir Aksionow wurde am 1. Februar 1935 geboren und verstarb am 9. April 2024. Jack Alabaster. John Challoner. Alabaster war ein neuseeländischer Cricketspieler,
der zwischen 1955 und 1972 in 21 Testspielen für das Nationalteam seines Landes spielte. Als Leg-Spin-Bowler war er der einzige Neuseeländer, der an jedem der ersten vier Testspielsiege des Landes teilnahm. Im nationalen Cricket wurde er oft an der Wurfposition für sein Provinzteam Otago von seinem jüngeren Bruder Gran unterstützt, der Off-Spin bowlte. Als Lehrer arbeitete er später als Rektor der Southland Boys High School in Invercargill. Jack Alabaster wurde am 11. Juli 1930 geboren und verstarb am 9. April 2024. Jaime de Armiñán. Jaime de Armiñán. Oliver war ein spanischer Drehbuchautor und Filmregisseur. Seine Filme wurden zweimal für einen Oscar in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film nominiert, nämlich 1972 für Mi Querida Señorita und 1980 für El Nido. Sein Film El Amor del Capitán Brando von 1974 wurde beim 24. Internationalen Filmfestival Berlin eingereicht. Sein Film Stiko von 1985 wurde beim 35. Internationalen Filmfestival Berlin eingereicht, wo Fernando Fernán Gómez den Silbernen Bären für den besten Schauspieler gewann. Im Jahr 1999 wurde sein Film Al otro lado del túnel beim 44. Internationalen Filmfestival Berlin eingereicht. Jaime de Armiñán wurde am 9. März 1927 geboren und verstarb am 9. April 2024. Eckhard Dux. Eckhard Dux war ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Eckhard Dux wurde am 19. Dezember 1926 in Berlin, Deutschland, geboren. Sein Vater war Versicherungskaufmann. Er absolvierte seine Schauspielausbildung bei Else Bongers in Berlin und gab sein Bühnendebüt 1940 am Renaissance-Theater der Stadt. Anschließend hatte er zahlreiche Rollen auf der Berliner Bühne sowie in Theatern in München, Hamburg, Frankfurt und Stuttgart. Er hatte auch viele Rollen als Charakterdarsteller in Film und Fernsehen. Eckhard Dux verstarb am 9. April 2024. John Allen Fraser. John Allen Fraser, PC, OC, OBC, CD, KC, war ein kanadischer Politiker, der von 1986 bis 1994 Sprecher des Unterhauses war. Er diente auch als Kanadas Minister für Umwelt, Minister für Fischerei und Meere sowie Botschafter bei den Vereinten Nationen für Umweltfragen. John Allen Fraser wurde am 15. Dezember 1931 geboren und verstarb am 9. April 2024. Paola Gassman. Paola Gassman war eine italienische Schauspielerin. Sie wurde am 29. Juni 1945 geboren und verstarb am 9. April 2024. Saratu Guidado. Saratu Guidado, allgemein bekannt als Dazo, war eine nigerianische Filmschauspielerin, hauptsächlich in der Kennywood-Filmindustrie. Sie war bekannt für die Rolle, die sie immer als aggressive und hinterlistige Schauspielerin spielte, die allen Widrigkeiten trotzte, um zu Ruhm aufzusteigen. Ihr Filmdebüt gab sie 2000 in Linsami Davuta, produziert von Saraunia Movies. Weitere Hits wie Nagari, Gidaunia, Mashi und Sansani folgten. Sie betonte, dass sie es mochte, die Rolle einer bösen Frau zu spielen. Saratu Guidado wurde am 17. Januar 1968 geboren und verstarb am 9. April 2024. Dieter Rexroth. Dieter Rexroth war ein deutscher Musikwissenschaftler, Dramaturg und Kulturmanager. Er war Intendant des Deutschen Symphonieorchesters Berlin ab 1996 und verantwortlich für Chöre und Orchester in Berlin. Er arbeitete für bedeutende Festivals wie die Frankfurter Feste in der Elternoper, Young Euro Classic in Berlin und die Kasseler Musiktage. Er schrieb oder bearbeitete Bücher über Komponisten wie Paul Hindemith, Hans Werner Henze und Wolfgang Riem. Dieter Rexroth wurde am 6. März 1944 geboren und verstarb am 9. April 2024. Edna Solodar. Edna Solodar war eine israelische Politikerin, die von 1962 bis 1992 als Mitglied der Knesset für die Alignment und die Arbeitspartei diente. Edna Solodar wurde am 15. März 1930 geboren und verstarb am 9. April 2024. Nathan Templeton. Nathan Templeton war ein australischer Journalist. Templeton war über 12 Jahre lang ein erfahrener Reporter für Seven Sport. Zuvor war er der Melbourne-Korrespondent im Frühstücksprogramm des Seven Network, Sunrise. Nathan Templeton wurde am 9. Mai 1979 geboren und verstarb am 9. April 2024. Trina Robbins.
Trina Robbins war eine amerikanische Cartoonistin. Sie war eine frühe Teilnehmerin an der Underground-Comics-Bewegung und eine der ersten Frauen in dieser Bewegung. Sie produzierte gemeinsam das Underground-Comic It Ain't Me, Babe aus dem Jahr 1970, das erste Comicbuch war, das ausschließlich von Frauen geschaffen wurde. Sie war Mitbegründerin des Kollektivs Women's Comics, schrieb für Wonder Woman und produzierte Adaptionen von Dope und The Silver Metal Lover. Sie wurde 2013 in die Will Eisner Hall of Fame aufgenommen und erhielt Eisner Awards in den Jahren 2017 und 2021. Als Wissenschaftlerin und Historikerin erforschte Robbins die Geschichte von Frauen im Cartooning. Sie schrieb mehrere Sachbücher, darunter Woman and the Comics, 1985, A Century of Woman Cartoonists, The Great Women Superheroes, From Girls to Girls, Pretty in Ink und Flapper Queens, Women Cartoonists of the Jazz Age. Sie war Mitbegründerin der Organisation Friends of Lulu im Jahr 1993. Trina Robbins wurde am 17. August 1938 geboren und verstarb am 10. April 2024. Eric Sievers. Eric Scott. Sievers war ein amerikanischer professioneller Footballspieler, der als Tight End in der National Football League, NFL, spielte. Hauptsächlich für die San Diego Chargers. Er spielte College Football für die Maryland Terrapins, bevor er von den Chargers in der vierten Runde des NFL Drafts 1981 ausgewählt wurde. Sievers wurde 1981 in das NFL All-Rookie-Team berufen. Er spielte 10 NFL-Saisons von 1988 bis 1990 für die Chargers, die Los Angeles Rams und die New England Patriots. Eric Sievers wurde am 9. November 1957 geboren und verstarb am 10. April 2020. O.J. Simpson. Orenthal James Simpson war ein amerikanischer Footballspieler und Schauspieler. Er spielte 11 Spielzeiten in der National Football League, NFL, hauptsächlich für die Buffalo Bills, und gilt als einer der größten Runningbacks aller Zeiten. Sein beruflicher Erfolg wurde überschattet von seinem Prozess und der kontroversen Freisprechung für die Morde an seiner früheren Frau Nicole Brown und ihrem Freund Ron Goldman im Jahr 1994. Im Jahr 2007 wurde Simpson in Las Vegas, Nevada, verhaftet und wegen bewaffneten Raubüberfalls und Entführung angeklagt. 2008 wurde er verurteilt und zu 33 Jahren Haft verurteilt, davon mindestens 9 Jahre ohne Bewährung. Er verbüßte seine Strafe im Lovelock Correctional Center in ländlichen Nevada, bis er 2017 auf Bewährung entlassen wurde. Er wurde 2021 von seiner Bewährung entlassen und lebte in Freiheit, bis er im Alter von 76 Jahren an Krebs starb im Jahr 2024. O.J. Simpson wurde am 9. Juli 1947 geboren und verstarb am 10. April 2024. Akebono Taro. Akebono Taro war ein in den USA geborener japanischer Profi-Sumo-Ringer und Profi-Wrestler aus Waimanalo, Hawaii. Er trat 1988 dem Sumo in Japan bei, wo er von dem bahnbrechenden hawaiianischen Ringer Takamiyama trainiert wurde und schnell in den Rängen aufstieg, bis er 1990 die oberste Division erreichte. Nach 2 aufeinander folgenden Yusho oder Turniersiegen im November 1992 und Januar 1993 schrieb er Geschichte, indem er der erste nicht in Japan geborene Ringer wurde, der jemals Yokozuna erreichte, den höchsten Rang im Sumo. Akebono Taro wurde am 8. Mai 1969 geboren und verstarb am 11. April 2024. Anton Fleschar. Anton Fleschar war ein slowakischer Fußballspieler, der als Torwart spielte. Gelegentlich wurde er auch als Stürmer im tschechoslowakischen Pokal eingesetzt. Sein Durchbruch gelang ihm bei Lokomotiva Košice, wo er den größten Teil seiner Karriere verbrachte. Insgesamt absolvierte Fleschar 260 Einsätze in der tschechoslowakischen ersten Liga. Fleschar bestritt 2 Länderspiele für die tschechoslowakische Nationalmannschaft und debütierte am 9. Mai 1970 gegen Luxemburg. Er war die dritte Wahl des tschechoslowakischen Trainers Josef Marko bei der FIFA-Weltmeisterschaft 1970. Fleschar verstarb am 11. April 2024 in Košice im Alter von 79 Jahren. Anna-Greta Leijon. Anna-Greta Leijon war eine schwedische Sozialdemokratin. Ihre politische Karriere begann sie 1964 bei der schwedischen Arbeitsmarktverwaltung,
wo sie schließlich 1970 Direktorin wurde. Von 1973 bis 1976 war sie Ministerin ohne Geschäftsbereich und von 1974 bis 1990 Mitglied des Riksdags, wobei sie von 1979 bis 1982 als stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für den Arbeitsmarkt tätig war. Anna-Greta Leijon wurde am 30. Juni 1939 geboren und verstarb am 11. April 2024. Ogbonnaya Onu. Ogbonnaya Onukon war ein nigerianischer Politiker, Autor und Ingenieur. Er war der erste zivile Gouverneur des Bundesstaates Abia und war von November 2015 bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2022 Minister für Wissenschaft, Technologie und Innovation Nigerias. Er war der am längsten amtierende Minister des Ministeriums. Ogbonnaya Onu wurde am 1. Dezember 1951 geboren und verstarb am 11. April 2024. Park Bo-ram. Park Bo-ram war eine südkoreanische Sängerin. Sie nahm an Mnet's Superstar K2 teil und belegte den 8. Platz. Park debütierte mit der Veröffentlichung der Single Beautiful featuring Zico am 7. August 2014. In diesem Jahr gewann sie den Künstler des Monats August bei den Gaon Chart K-Pop Awards und wurde für den Best New Artist bei den Mnet Asian Music Awards, den Golden Disc Awards und den Melon Music Awards nominiert. Sie starb plötzlich und unerwartet im Alter von 30 Jahren, nachdem sie in der Wohnung eines Freundes zusammengebrochen war. Die Polizei untersucht die Todesursache. Junior Pope. Pope Obumneme Odonwodo, allgemein bekannt als Junior Pope, war ein nigerianischer Schauspieler und Filmproduzent. Er begann seine Karriere im Jahr 2006 und trat im Film Secret Adventures von 2007 sowie im Film Bitter Generation von 2010 auf. Junior Pope wurde am 7. Mai 1984 geboren und verstarb am 11. April 2024. Paddy Summerfield. Paddy Summerfield war ein britischer Fotograf, der sein ganzes Leben lang in Oxford lebte und arbeitete. Summerfield ist bekannt für seine evokative Serie von Schwarz-Weiß-Bildern, aufgenommen auf 35mm Film, die das traditionelle Genre der Dokumentarfotografie übernehmen, um eine persönlichere und nach innen gerichtete Vision zu verwirklichen. Er hat gesagt, dass seine Fotografien ausschließlich von Verlassenheit und Verlust handeln. Paddy Summerfield wurde am 18. Februar 1947 geboren und verstarb am 11. April 2024. Lorena Velázquez. Lorena Velázquez war eine mexikanische Schauspielerin und Schönheitskönigin. Zum Zeitpunkt ihres Todes war sie eine der letzten überlebenden Stars aus dem goldenen Zeitalter des mexikanischen Kinos. Lorena Velázquez wurde am 15. Dezember 1937 geboren und verstarb am 11. April 2024. Roberto Cavalli. Roberto Cavalli war ein italienischer Modedesigner und Erfinder. Er war bekannt für exotische Drucke und die Schaffung des sandgestrahlten Looks für Jeans. Das Modehaus Roberto Cavalli verkauft Luxuskleidung, Parfüm und Lederaccessoires. Roberto Cavalli wurde am 15. November 1940 geboren und verstarb am 12. April 2024. Eleanor Coppola. Eleanor Jessie Coppola war eine amerikanische Dokumentarfilmregisseurin, Drehbuchautorin und Künstlerin. Sie war von 1963 bis zu ihrem Tod mit dem Regisseur Francis Ford Coppola verheiratet. Am bekanntesten war sie für ihren Dokumentarfilm von 1991, Hearts of Darkness, A Filmmaker's Apocalypse, sowie für andere Dokumentationen über die Filme ihres Ehemannes und ihrer Kinder. Eleanor Coppola wurde am 4. Mai 1936 geboren und verstarb am 12. April 2024. Olga Fikotova. Olga Fikotova war eine tschechoslowakische und später amerikanische Diskuswerferin. Sie ist am besten bekannt dafür, Gold bei den Olympischen Spielen 1956 in Melbourne gewonnen zu haben, sowie für ihre Romanze über die Grenzen des Kalten Krieges hinweg mit dem amerikanischen Hammerwurf-Goldmedaillengewinner Hal Connolly. Olga Fikotova wurde am 3. November 1932 geboren und verstarb am 12. April 2024. Robert McNeil, Robert Breckenridge, Ware McNeil. Otsie war ein kanadisch-amerikanischer Journalist, Schriftsteller und Fernsehnachrichtenmoderator. Er arbeitete mit Jim Lehrer zusammen
um das wegweisende öffentlich-rechtliche Fernsehnachrichtenprogramm The Robert McNeil Report im Jahr 1975 zu schaffen. Er moderierte das Programm bis 1995. Die Sendung wurde später zu PBS NewsHour. Als selbsternannter Wortkünstler schrieb McNeil mehrere Bücher über die englische Sprache sowie drei Memoiren und fiktionale Romane. Robert McNeil wurde am 19. Januar 1933 geboren und war Star beim 12. April 2004. Joanna Dworakowska. Joanna Dworakowska war eine polnische Schachspielerin. Sie gewann dreimal die polnische Frauenmeisterschaft. 1997 vor Monika Krupa, 1998 und 2001 und trug die FIDE-Titel Internationale Meisterin und Frauengroßmeisterin. Joanna Dworakowska wurde am 21. Oktober 1973 geboren und verstarb am 13. April 2024. Lorenzo Palomo. Lorenzo Palomo war ein spanischer Komponist und Dirigent. Er war von 1973 bis 1976 Chefdirigent des Valencia Orchestra und von 1981 bis 2004 Dirigent und Pianist an der Deutschen Oper Berlin. Mehrere seiner Kompositionen, die auf andalusischen Traditionen basieren, wurden international aufgeführt und aufgenommen. Lorenzo Palomo wurde am 10. März 1938 geboren und verstarb am 13. April 2024. Ron Thompson. Ron Thompson war ein amerikanischer Schauspieler, Singer-Songwriter und Tänzer. Ron Thompson wurde am 31. Januar 1941 geboren und verstarb am 13. April 2024. Gerd Roggensack. Gerd Roggensack war ein deutscher Fußballspieler und Manager. Gerd Roggensack wurde am 5. Oktober 1941 geboren und verstarb am 17. April 2024. Wichard von Roel. Wichard von Roel war ein deutscher Schauspieler. Er erlangte 1973 deutschlandweite Bekanntheit in der Rolle des militaristischen Opas in der WDR-Comedy-Serie Klimbim. Wichard von Roel wurde am 20. April 1937 geboren und verstarb am 16. April 2024. Bernd Hölzenbein. Bernd Hölzenbein war ein deutscher Profifußballer, der als Stürmer oder Flügelspieler spielte. Er spielte von 1967 bis 1981 für Eintracht Frankfurt und ist der Rekordtorschütze des Vereins in der Bundesliga mit insgesamt 160 Toren in 420 Ligaspielen. Auf internationaler Ebene war Hölzenbein Mitglied der westdeutschen Mannschaft, die 1974 die Weltmeisterschaft gewann. Er wurde im Finale gegen die Niederlande gefoult, was zum Ausgleichstreffer der Deutschen per Elfmeter führte. Bernd Hölzenbein wurde am 9. März 1946 geboren und verstarb am 15. April 2024. Ken Holtzman. Kenneth Dale. Holtzman war ein amerikanischer Profi-Baseballspieler und Trainer. Er war ein linkshändiger Pitcher in der Major League Baseball von 1965 bis 1979 für die Chicago Cubs, Oakland Athletics, Baltimore Orioles und New York Yankees. Mit den Cubs war Holtzman an zwei No-Hittern beteiligt. Er spielte für die Dynastie der Athletics, die zwischen 1972 und 1974 drei aufeinanderfolgende World Series gewann. Zweimaliger All-Star war Holtzman 1973 als 20-Spielgewinner für die Athletics. Er ist Mitglied der Chicago Cubs Hall of Fame. Ken Holtzman wurde am 3. November 1945 geboren und verstarb am 14. April 2024. Käthe Sasso. Käthe Sasso wurde im März 1926 geboren und wurde 1941 eine österreichische Widerstandskämpferin, nachdem ihr Vater in die deutsche Armee eingezogen worden war und ihre Mutter verstorben war. Als Überlebende von Konzentrationslagern und Todesmärschen setzte sie sich weiterhin dafür ein, ihre Erfahrungen aus dieser Zeit zu teilen. Am 14. April 2024 verstarb sie. Steve Sloan, Stephen Charles. Sloan war ein amerikanischer Profi-Footballspieler, der später als College-Football-Trainer und Leiter der Leichtathletikabteilung tätig war. Er spielte während seines Studiums als Quarterback an der University of Alabama von 1962 bis 1965 und verbrachte dann zwei Spielzeiten in der National Football League, NFL, bei den Atlanta Falcons 1966-1967. Sloan fungierte als Cheftrainer an der Vanderbilt University 1973-1970, der Texas Tech University 1975-1977, der University of Mississippi 1978-1982 und der Duke University 1983-1986 und erreichte dabei einen Karriererekord von 68-86-3.
Er war auch als Sportdirektor an der University of Alabama, der University of North Texas, der University of Central Florida und der University of Tennessee at Chattanooga tätig, bevor er 2006 in den Ruhestand trat. Im Jahr 2000 wurde Sloan in die Tennessee Sports Hall of Fame aufgenommen. Er starb am 14. April 2024 im Alter von 79 Jahren. Werner Spitz. Werner Uri Spitz war ein deutsch-amerikanischer Rechtsmediziner, der an einer Reihe von prominenten Fällen arbeitete, darunter die Untersuchungen zu den Attentaten auf Präsident John F. Kennedy und Martin Luther King Jr. Er trat auch als Zeuge in den Prozessen gegen Casey Anthony und Phil Spector, im Zivilprozess von 1996 gegen O.J. Simpson, sowie als Berater in der Untersuchung des Todes von John Bennett Ramsey im Jahr 1996 auf. Spitz wurde am 22. August 1926 geboren und verstarb am 14. April 2024. Bitte hinterlassen Sie Ihre Meinung im Kommentarbereich und vergessen Sie nicht, das Video so viel wie möglich zu teilen und zu liken.